Ja, einen nur so. Okay. Ja, ich kann ja nicht anbauen, weil kein Platz nach da oben. Wusste ich ja vorher nicht. Ich kann natürlich die Straße wegmachen und da auch noch zwei Gebäude wegreißen. Wir haben ja eh genug. Könnte ich. Mache ich jetzt aber nicht. So, muss ich da jetzt irgendwas einschalten? Wir haben geschlossen. Transporter 4, bla bla bla. Wertstoffmangelproduktion angehalten. Okay. Die werden jetzt auf losfahren und das alles einsammeln. Das ist gut. Das wird schon, das wird schon. Ich könnte jetzt noch eine Müllhülle hier neben sitzen, mache ich aber nicht. Ja, ich mache ja nur 99 Minus pro Stunde. Alles klar. Ich muss irgendwas 1000 Minus pro Stunde. Pause. Das werde ich nicht lange überleben. Ich muss irgendwas zumachen. Wir haben 110.000 Einwohner. Und ich muss irgendwas abstellen, weil irgendwas so teuer ist. Ich habe keine Ahnung, was. Scheiße. Wieso mache ich denn so wenig Geld? Was kann ich denn abstellen? Ich glaube, die Schule ist sowieso noch zu, oder? Vom Bürgermeister geschlossenes Gymnasium, ja. Was ist eigentlich hiermit? Das ist einmal eine Gefährdung. Forschungsprojekt starten. Achso, das alte ist fertig. Dann kann ich ja meine Stromanlagen irgendwann updaten, wenn ich genug Geld haben sollte. Ja, Geld. Das ist so ein bisschen ein Problem gerade, ne? Wie kann meine Stadt zu Geld kommen? Ich habe viel mehr Einwohner, die zahlen so viel Steuern. Das kann ja wohl nicht sein. Ich muss mal eben gucken, wie ich das... Was kostet mich denn am meisten? Strom? Bah, egal. Wieso nehme ich da eigentlich nichts ein an Strom? Ich nehme nur hier an den Sachen ein. Wohngebiete, Gewerbegebiete und Industrie. Klar, wenn ich die Industrie abreiße, mache ich weniger Einnahmen. Boah, wenn ich jetzt wieder Industrie zuweise... Gewerbe macht auch ziemlich viel. Transportmittel, Parks, was kostet mich denn richtig viel? Polizei kostet mich richtig viel. Und Feuerwehr, beide aber nicht so toll. Gesundheit ist jetzt gerade am Aufkommen. Ja, scheiße. Kredite machen natürlich auch 2000, aber das ist eigentlich eher wenig. Ja, Polizei macht eigentlich am meisten. Ja, aber wenn ich Polizei abschalte, dann ist... Wir haben hier oben die Polizeistation, das ist die große. Wir haben hier unten die kleine Polizeistation. Das ist eine Polizeiwache. Was ist das da hinten? Das ist ein Polizeirevier oder sowas, ne? Ja. Warum ist das so teuer? Was machen wir, wenn wir die Polizeiwache einfach zumachen? Was kostet mich denn pro Tag? Pro Stunde 1300. Ja, ich weiß. Das Verbrechen freut sich jetzt. Okay. Ich muss ja irgendwie meinen Finanzhaushalt jetzt irgendwie bereinigen. Was haben wir noch? Feuerwehr. Kann ich Feuerwehr was abstellen? Auf das meine ganze Stadt verbrennen wird. Juhu. Da ist eine Feuerwache. Wo ist die andere? Die ist da hinten. Okay, was ist mit dieser kleinen Feuerwache? Kann ich die abschalten? Bringt die mir auch nochmal irgendwas? Tschüss. Ja, was soll ich sonst machen? Das, ich muss ja irgendwie versuchen, Geld einzusparen. Okay, weiter geht's. Ja, jetzt brennt's da. Schön, dann soll's brennen. Kann ich jetzt auch nichts zu. Was wollen die denn? Wir sind die Könige der Legierung, doch wir brauchen ein Handelsdepot mit einem Legierungslager, um das Material verkaufen zu können. Können Sie uns das besorgen? Ja, klar, mache ich. Da ist ja noch Platz, da können wir das ja hinbauen. So, Handelslager, das baut man, glaube ich, indem man hier unten drauf klickt. Und dann gibt es hier irgendwie... Vielleicht kann ich damit ein bisschen Geld machen dann. Elektronik, Handel. So. Ein Handelsdepot. Hier so hin. Können wir so weit wie möglich in die Ecke setzen. So. Und dann müssen wir da reingehen. Und was für ein Ding? Versandlager? Nein, mit Kohle, Rohöl, achso. Roherz? Nein. Metalllager? Legierungslager, danke. Bitteschön. So, der Rest ist Kunststofflager. Könnten wir wahrscheinlich auch gebrauchen hinterher. Treibstofflager. Obwohl, wir konnten keinen Kunststoff dran machen. Wir können nur... Ja, genau. So, machen wir das einfach. Und dann müssen wir, glaube ich, noch einstellen, wo das hin soll, ne? Weltmarktlieferungen verwalten. Verwalten, so. Import, ne, Export. 42 für 10. Okay. Machen wir das einfach mal. Wir sollten das vielleicht noch ein bisschen erhöhen hier. Moment.
auch ein bisschen anbauen. Von diesem Legierungslager, Legierung da, können wir einfach noch eins dran bauen, ist ja kein Problem. Und dann brauchst du natürlich Busse noch, damit du das nach außen hin verkaufen kannst. Zu wenig Simoleons, alles klar. Tschüss. Wir haben eh gerade ein bisschen wenig Geld jetzt, müssen wir ein bisschen warten. Aber wenn wir dadurch wieder Geld reinkriegen und unsere Polizei und unsere Feuerwehrwache wieder anschließen können, dann wäre das natürlich schon geil. Hier werden Mitarbeiter gesucht. Wieso habe ich nicht genug Mitarbeiter? Ich habe 113, fast 114.000 Einwohner in diesem Nest. Und eigentlich sollte ich, was ist das mit dem Smogwolke, genau. So wollte ich mit dieser Stadt hier andere Städte mit Arbeitern versorgen, aber ich brauche die alles selber. Ja, dann warten wir mal, bis so eine Legierung ausgeliefert wird. Was kostet so ein Legierung? Was haben die noch hier? 5 Tonnen, das ist natürlich noch nicht viel. Was kostet denn so ein Bus hier? 3000, da kann ich jetzt ein paar von hinbauen. Hauptsache, dass die sind hier unterwegs auch. So, das Schild hier für den Handel da oben hin. Fuck, so. Einfach drauf. Metalllegierung, ja, die fördern ganz schön viel. Das ist nicht schlecht. Mehr kann ich ja hier nicht anbauen, diesen Recycling Center. Habe ich ein bisschen doof hingesetzt, ich weiß. Ist aber nicht schlimm. Die werden jetzt hoffentlich ein bisschen Geld dadurch reinbringen. Das wäre natürlich geil. 119.000! Meine Stadt wächst und wächst. Und ich habe fast nur noch Hochhäuser hier. Guckt euch das mal an. Ich kann die gar nicht mehr zählen. Ich hatte am Anfang mal irgendwie 10 Stück habe ich gezählt. Wenn ich jetzt alle zählen wollte, wäre ich ja hier... würde ich ja blöd bei werden. Ehrlich jetzt. Ah, nee, ist das geil. Das ist schon nicht schlecht. So. Wir kümmern uns aber weiter hier um unsere Probleme, die wir hier haben. Das Krankenhaus muss auch noch ein bisschen weiter ausgebaut werden. Wie viel habe ich hier? 32 Patienten werden behandelt. Aber bis jetzt haben wir auch kein Problem. Was haben wir hier eigentlich für Probleme? Was sagt ihr denn? Fügen Sie der Universität die naturwissenschaftliche Uni zu. Exportieren Sie Legierung. Habe ich das jetzt gemacht oder was? Ah, habe ich. 2500. Danke. Danke. Dann habe ich ja Geld gekriegt. Ja, sehr geil. Das bringt echt Geld ein. So, ich werde mal wieder die Feuerwehr hier, glaube ich, wieder aktivieren. Und ich denke, auch die Polizei werde ich mal wieder aktivieren. Oh, Müll. Was sieht denn hier Müll aus? Was ist los mit Müll? Lager voll. Welches Lager ist voll? Lager voll? Wo denn? Kannst du mich da hinführen? Hier. Plastiklager voll. Ah, Plastiklager ist voll. Okay, dann werden wir hier mal sagen, wir bauen an. Und Kohle, Roherz, Metall, Legierung, Treibstoff, Kunststofflager, danke. Werden wir hier einfach mal so einen da hinbauen. Limit erreicht. Wieso Limit erreicht? Kommen nur 3 Stück hinbauen. Na gut. Dafür kann ich das auch wieder einstellen oder kann man es einfach so verkaufen. Weltmarkteinstellungen. Plastik, okay. Plastik einfach für 21.000 verkaufen. Okay. Weg damit. Okay, warte mal, jetzt muss ich nochmal hier rein. Das hier wird alles verkauft, okay. Und das wird auch verkauft, alles gut. Wenn das Lager voll ist, müssen wir natürlich nachhelfen. Das ist ja kein Problem. Wasser! Ah, wir brauchen mehr Wasser. Die Wasserpumpe ist verschmutzt. Welche denn? Ja, welche? Zeig mir mal an. Die da? Ist was verstopft oder was? Ja, sieht so aus. Scheiße. Okay, ist kein Problem. Wir reißen das ab hier. Tschüss. Ja, mach ich. Bleib mal locker. Ja, das mache ich auch. So, dafür erweitern wir jetzt, glaube ich, das hier ein bisschen. Oh, da ist überhaupt kein Platz mehr, um irgendwas zu erweitern. Wir brauchen eine Filteranlage auf jeden Fall. Die bauen wir hier rein. Ist mir egal, soll einfach da oben was abreißen. Das wird jetzt gefiltert, das Wasser. Dann sollten wir da genug herumkommen. Und genauso das hier auch. So, zu wenig Simoleons, okay. So, die Feuerwehr ist eigentlich... die Polizei ist doch wieder an. Was willst du? Chemiebrände sorgen für Verwüstung, ja. Und jetzt? Große Feuerwache. Feuerwache. Ich brauche vielleicht noch eine große Feuerwache irgendwo. Mal gucken. Das ist doch eine große Feuerwache. Habe ich doch schon.
Ich hätte aber die Polizei, glaube ich, noch ausgeschaltet. Aber ist egal. Krankenhaus. Zu viele Kranke oder was? Es gibt viele Kranke oder verletzte Sims. Sie müssen, ja, ich muss mein Krankenhaus erweitern. Das stimmt schon. Bisher fehlte mir aber das Geld dafür, weil die Flüge kosten ja auch ein bisschen was. 30.000. Wellnesszentrum brauche ich nicht. Ich brauche mehr Krankenwagen. So, habe ich schon mal zwei Krankenwagen mehr. Ich versuche mein Bestes hier. Ich versuche ja. Was freut er sich hier? Dass sie so nah. Ja. Hier lebt es sich noch gerade gesund. Naja, gut. Ich versuche mein Glück euch hier so friedlich wie möglich zu stimmen. Ich habe schon wieder Minus pro Stunde. Stopp! Es droht ja hier bankrott. Ich muss wieder irgendwas abstellen. Die Feuerwache muss wieder dran glauben. Du da. Tschüss. So, muss ich noch irgendwas abstellen? Ich glaube, und ich hoffe, das bleibt so. Ich muss einfach Geld durch diese Einnahmen hier machen. Hoffen, dass die was verkaufen. Ja, Müllproblem ist immer noch da. Wieso? Lager voll. Für Plastik, ja. Sollen die das mal hierhin transportieren? Ich kann ja nichts dazu. Ah, Metalllegierung, 19,5. Das ist auch voll. Heute geliefert Plastik. 5500 heute geliefert Legierung, okay. Ja, ist ja schön, dass Plastik voll ist. Und dann sollen die das Plastik hier liefern. Legierungen. Was ist das hier? Ja, ansonsten das Plastik einfach rausmachen hier. Ist mir doch, ich habe keine Ahnung. Was soll ich machen noch? Ich kann es ja schlecht erweitern. Wir haben ja schon erweitert. Ohne Ende. Ich könnte noch ein Lager irgendwo hinbauen. Ja, das Plastiklager ist voll. Ich weiß es doch. Ich kann es im Moment nicht ändern. Pro Tag geleerte Mülleimer. 5000 von 6000. Pro Tag geleerte Wertstoffbehälter. 6000 von 30.000. What? Du Schande, ey. Okay. Okay, wir müssen mehr Industrie abreißen. Hier wohnt sowieso keiner mehr drin. Der braucht schon Industrie in dieser Stadt. Die sollen woanders arbeiten gehen. Ich jetzt mal. Also. Reißen wir das ganze Industriegebiet hier auch noch ab, oder? Das klingt gut. Also, das hier. Weg, weg, weg. Genauso hier. Das weg. Das weg. Das weg. Da oben weg, weg. Und jetzt machen wir Gebäudeabriss. Und zwar, indem wir einfach hier die Straßenweg machen. Bis dahin. Plopp. Tschüss. Tschüss. Was ist das hier? Das Geschäft läuft gut. Ja, dann lassen wir das stehen. Tschüss. 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 Tschüss.